Am Sonntag, den 1. Oktober im Jahre des Herrn 1587, schlossen der würdige edle Melchior Droste, Komtur zu Burgulesch, und die Herren Rainer Gossens und Wolter Adrians einen Pachtvertrag über ein Stück Moor zwischen Burgulesch und Oberhausen. Ja, bitte. Verzeihung, draußen warten die Herren Gossens und Adrians. Soll ich Sie hereinbitten? Einen Moment bitte noch. Ich werde Sie dann selbst hereinrufen. Wo sind nur die Zeiten geblieben? Wo sind sie geblieben? Einst gab es in Burgulesch viele Brüder und Schwestern, die das Kreuz vom Orden des heiligen Johannes trugen. Doch nun sind diese Zeiten vorbei. Es wird keine Brüder und Schwestern mehr geben. Anfangs hatte sich der Orden ausschließlich der Pflege der Kranken verschrieben. Da sie in jenen Abbilder des Herrn sahen, verstanden sich die Brüder und Schwestern der Johanniter als Diener der Armen. Gerhard, der erste Meister des Ordens, sagte dazu: Unsere Bruderschaft wird unvergänglich sein, weil der Boden, auf dem diese Pflanze wurzelt, das Elend der Welt ist. Und weil, so Gott will, es immer Menschen geben wird, die daran arbeiten wollen, dieses Leid geringer, dieses Elend erträglicher zu machen. Ab 1141 traten zunehmend Brüder von adeligem Stand den Johannitern bei. Mit dieser Wandlung in der sozialen Struktur des Ordens tauchte eine neue Orientierung auf. Genau wie die Templer sollten nun auch die Johanniter im Heiligen Land ihren Beitrag im Kampf gegen die Feinde des Christentums leisten. Während ein Teil des Ordens weiterhin der Arbeit im Hospital nachging, verteidigten die adeligen Ritterbrüder die Christenheit auf dem Schlachtfeld. Schon bald bildeten die Ritterbrüder durch ihre herausragende Stellung die Führungsschicht des Ordens. Ihnen folgten die Priesterbrüder. Nur wer adeliger Abstammung war, konnte dem Orden als Ritter oder Priesterbruder beitreten. Lediglich die dienenden Brüder, die im Hospitaldienst oder im Dienste eines Ritters standen, konnten einfacheren Verhältnissen entstammen. Johanniter waren schon was ganz Besonderes. Wir besaßen ein hohes Maß an Selbstständigkeit, viele Brüder und Schwestern in den Ordenshäusern, jedoch keine Ritterbrüder, wie andernorts üblich. Eigentlich war es kein Sch Das war in Friesland auch bei den anderen Orden keine Seltenheit. Während in Burgulesch die männlichen Ordensmitglieder in einem Dormitorium nahe der Kapelle schliefen, waren die Schwestern in einem kleinen Kloster in Osterhausen untergebracht. Die Leitung hatte der Klostervorsteher, der Komtur, inne. Neben ihm gab es noch Priesterbrüder. Doch den größten Teil der Ordensgemeinschaft machten die Laienbrüder und Schwestern aus, wenig gebildete Menschen aus einfachen Verhältnissen, die nicht alle Gelübde abgelegt hatten. Bethe und seine Schützlinge waren die letzten wirklichen Bewohner dieses Ordenshauses. Ihre kleine Kommende wurde zu einer Insel, umgeben von ungläubigen Heiden. Wie Sünden alle arm und Knechte aller Armen, schrieb er 1549 und zeigte, dass sie alle treu am alten Glauben